In Ihrer Regierungserklärung, Frau Ministerin Scharf, hat mir die Überzeugung gefehlt. Sie haben gesprochen von Herzblut, aber mir war es einfach blutleer. Ich habe nicht erkannt, dass Sie überzeugt sind, dass Sie für das Thema brennen. Und wenn Sie dann eine Hammernachricht, und anders kann man es nicht nennen, die dann noch einmal bestätigt alle Prognosen, die wir bisher kennen, und sagen, Klimaerwärmung bis zu 4,5 Grad mehr, dann tragen Sie das vor, wie wenn Sie aus einem Telefonbuch vorlesen. Also wo ist denn da, das ist eine Brisanz steckt da dahinter, und Sie von Ihrer CSU-Fraktion, Sie haben heute ganz wenig Applaus bekommen, weil Sie, vielleicht sind Sie in Schockstarre, das würde ich mich jetzt noch begrüßen, aber ich denke eher andersrum, dass sie das halt alles etwas kalt lässt. Und deswegen glaube ich, wir müssen viel, viel mehr noch über dieses Thema diskutieren und uns da hinwenden. Auffallend war mir auch bei der Debatte, dass die Ziele ganz weit in der Ferne sind. Sie sprechen 2030, 2050 bis Ende des Jahrhunderts. Der Herr Huber hat es geschafft, die weltweiten Probleme zu beschreiben. Ja, das ist ja alles gut und schön. Aber was machen wir denn in Bayern? Wo bleiben denn Ihre Konzepte in Bayern? Das habe ich heute wirklich sehr, sehr stark vermisst. Ich bin mit meiner Fraktion der festen Überzeugung, wir müssen vor unserer eigenen Haustüre kehren. Wir müssen erst mal schauen, was geht hier, und dann können wir sagen, jawohl, diese Maßnahmen können wir auch in die Welt exportieren. Da sind wir Vorreiter, da wollen wir dranbleiben. Und wenn wir jetzt heute wieder eine 10H-Diskussion haben, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen doch, dass das komplett im Bach runterging. Also, Herr Kirchner, bitte, wo sind wir denn da? Es ist in allen Gemeinderäten, momentan wird bayernweit, werden die Abstimmungen verloren. Wenn es darum geht, sollen neue Windkrafträder gebaut werden oder nicht. Die Abstimmungen werden verloren, und das ist Ihre Energiepolitik, die ist gescheitert. Die Klimaüberhitzung, und das Wort Klimawandel ist ein viel zu harmloses Wort dafür, bedroht unser Leben hier in Bayern. Und es geht hier nicht um Eisbären in der fernen Arktis, es geht hier nicht um Gletscher in Bolivien, es geht darum, dass wir heuer in Bayern 31 Hitzetage hatten, dass unsere Notaufnahmen im Sommer überfüllt waren, dass eine gemeinsame schriftliche Anfrage von meinem Kollegen Margol und mir ergeben hat, dass die Herzerkrankungen bis Ende des Jahrhunderts um das 2,5-fache bis das 5-fache zunehmen werden. Also das sind wirklich Auswirkungen hier in Bayern, und wie leichtfertig manche Menschen es dabei nehmen, wurde mir neulich erst bewusst, wie ich Radio gehört habe, und hat der Radiomoderator gesagt, ich liebe den Klimawandel. Und so leichtfertig, wie dieser Moderator das bezeichnet hat, so kommt mir es hier manchmal vor, bei Ihnen, liebe CSU-Staatsregierung, bei Ihnen von der CSU-Fraktion, so leichtfertig gehen Sie mit dieser Thematik um und verharmlosen hier weiterhin die Sachen, die man machen müssen. Ihre Regierungserklärung benennt heute die Folgen. Sie beschreiben die Situation. Frau Scharf, da danke ich Ihnen dafür. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie dieses Thema auch heute zur Sprache bringen. Aber allein, was fehlt uns? Das sind aus dieser Schilderung heraus die Conclusio. Also was folgt daraus aus diesen ganzen Bekenntnissen? In der Vergangenheit wurden Arbeitskreise gegründet. Sie haben Enquete-Kommissionen installiert. Sie haben ein Energie-Innovativ-Programm beschlossen. Und was ist heute? Das meiste hat sich in Luft aufgelöst oder wurde wieder eingestampft. Wo bleiben, fragen wir, die Aktivitäten der Staatsregierung, die wirklich einen Rückgang der Treibhausgase bewirken? Schutz der Kohlenstoffspeicherung der Böden? Fehlanzeige. Reduzierung der Klimagase in der Landwirtschaft? Fehlanzeige. Reduzierung der Transporte und der Verkehrsleistungen? Fehlanzeige. Durchforstung der staatlichen Förderung und auf Fehlanreize wie zum Beispiel Schneekanonen wird ebenfalls nicht getan. Eine konsequente Einführung von Klimaschutzbemühungen bei den Umwelt- und Klimapaktpartnern, Fehlanzeige. Vorbildfunktion der Staatsregierung beim Einsparen von Wärme und Energie, auch hier Fehlanzeige. Und dann abschließend die Krönung, ernsthafte Ziele bei den erneuerbaren Energien im neuen Energieprogramm von Ihnen, Frau Ministerin Aigner, absolute Fehlanzeige.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir der Klima- und Überhitzung nicht die Stirn bieten. Und wenn Sie, Frau Schaaf, dann von Mut sprechen dann, und von Mut, von Ihrer Vorstellung von Verantwortlichkeit, dann weiß ich nicht, was hier bei dieser Aufzählung, die ich gerade getan habe, was hat das noch mit Mut zu tun, was hat das mit einer Verantwortung zu tun, was hat das mit Regierungsverantwortung zu tun. Ich sage rein gar nichts. So werden es nur vollmundige Bekenntnisse bleiben, wie das Bayerische Klimaprogramm 2020, das vor Jahren großmundig verabschiedet wurde, aber seit 2013, seit 2 Jahren finanziell trockengelegt ist. Und ich möchte jetzt auch noch 2, 3 Beispiele aus der Praxis noch mal nennen. Wir haben zum Beispiel die Klimaallianz, haben Sie erwähnt. Vereinbarung mit der ANU, also mit der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, wurde vor 3 Jahren getroffen. Da wurde vereinbart, 4 bis 5 Modellprojekte umzusetzen im Rahmen des Klimanetzes Lernende nachhaltige Region. Dann ist aber der Zusatz dabei, soweit Mittel zur Verfügung stehen. Und wenn wir jetzt heute hinschauen, dann haben halt die Mittel nicht zur Verfügung gestanden, nämlich momentan ist der Stand so, nichts ist passiert, keine Mittel sind vorhanden. Das ist Ihr Bereich Umweltbildung. Ein anderer Punkt ist der 12-Punkte-Plan der Staatsregierung mit dem Bund Naturschutz und mit dem LBV. 20% Stromeinsparung bis 2020. Was stellen wir heute fest? In Bayern verbrauchen wir weitaus mehr Strom als in der Vergangenheit. Im Jahr 2000 haben wir noch 73 Terawattstunden verbraucht. Jetzt sind es 86 Terawattstunden. Das sind also ungefähr 20% mehr, Frau Aigner, wie noch vor 15 Jahren. Also der Pakt, den man damals geschlossen hat, dieses 12-Punkte-Papier, 20% weniger, haben Sie einfach umgedreht in ein 20% mehr. 20% mehr Stromverbrauch in Bayern derzeit als im Jahr 2020. Das ist Ihre Vorstellung von Energiepolitik. Das ist die bayerische Energiepolitik. Ich sage Sie, Sie versagen auf ganzer Linie. Und zu den CO2-Minderungszielen. Die bayerische Klimapolitik ist durch und durch träge. Es gibt kein klares Ziel und es gibt vor allem kein ehrliches Ziel. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ehrlichkeit, Frau Schaaf, haben Sie als Credo auch genannt. Und beim Punkto Ehrlichkeit müssen wir sagen, wir haben uns in der Vergangenheit die guten CO2-Pro-Kopf-Werte mit einem gewaltigen Atommüllberg erkauft. Und wir erkaufen sie uns momentan immer noch mit der Produktion von hochradioaktivem Atommüll. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Da haben wir von den Grünen dazu beigetragen, dass wir jetzt endlich aussteigen aus der Atompolitik. Aber wenn man dann sieht, Frau Aigner, Ihr Energieprogramm sagt als Ziel für die nächsten 10 Jahre eine Reduktion auf 6,1 bis 5,5 Tonnen und Sie bilanzieren aber nur, also erstens ist dieses Ziel komplett unzureichend, diese Reduktion, und zweitens muss man ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Denn Sie bilanzieren nur die Emissionen, die bei uns im Land entstehen. Und wir werden, und dafür haben wir ja auch noch einmal eine schriftliche Bestätigung vom Ministerium erhalten, 50% unseres Stroms im 2025 importieren. Das heißt, wir werden 50% unter anderem Braunkohlestrom nach Bayern bekommen, wenn CSU, SPD und CDU jetzt nicht endlich einmal den Kohleausstieg schaffen. Heute gab es 1, 2 Anmerkungen von Ihnen. Jawohl, wir wollen raus aus der Kohle. Alles etwas halbherzig. Also hier, bitte, große Koalition, da müssen Sie endlich Nägel mit Köpfen machen. Ausstieg aus der Kohle ist uns ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie das nicht schaffen, haben wir weiterhin sehr, sehr hohe Emissionen in Bayern. Wenn man das hochrechnet, dann sind es eben nicht 5 oder 6 Tonnen, sondern dann kommen da noch 2 Tonnen dazu, die wir eben durch den dreckigen Kohlestrom importieren nach Bayern. Und wenn Sie jetzt noch ehrlich sind, dann sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit, dann müssen Sie auch die nicht
energiebedingten CO2-Emissionen bilanzieren. Das passiert nämlich in Bayern überhaupt nicht. Herr Brunner ist jetzt gerade nicht anwesend, leider. Aber Frau Scharf, dann müssen Sie dieses durchsetzen. Eine CO2-Bilanz, die auch die Landwirtschaft mit einbezieht. Und da sind wir momentan bei 20 bis 24 Millionen Tonnen aus diesem Bereich. Also noch einmal pro Kopf 2 Tonnen drauf. Dann sind wir ungefähr bei 10 Tonnen. Das ist eine ehrliche Bilanz. Und da müssen wir runter. Dann können wir auch noch einmal darüber diskutieren, was sind genau die Maßnahmen. Aber eine ehrliche Bilanz ist für uns Grundvoraussetzung. Deshalb unser Antrag, wir brauchen nicht nur eine Quellenbilanz im Bereich der CO2-Bilanzierung, sondern auch eine Verursacherbilanz. Sie von der CSU-Staatsregierung glänzen momentan hauptsächlich beim Erstellen von Statistiken und nicht dort, wo es unseren Kindern und Enkeln wirklich hilft. Denn Sie sind es, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute entscheiden. Wenn wir also in Paris über ein existenzielles Menschheitsproblem verhandelt wird, hat die CSU-Regierung hier leider nichts beizutragen. Im Gegenteil, für die Klimapolitik erwärmt sich hier kein Regierungsmitglied. Es sind hier auch die Regierungsbank ist relativ spärlich besetzt. Stattdessen gibt es lange und hitzige Diskussionen über den Bau der dritten Stadtbahn. Wir begrüßen es, Frau Umweltministerin Schaaf, dass Sie in Paris anwesend sind. Wir begrüßen es, ich habe es eben schon mal erwähnt, dass Sie auch heute das Thema aufgreifen und dass es Ihnen persönlich wichtig ist. Gleichwohl müssen wir ehrlich fragen, was können wir erwarten? Wir erwarten von Ihnen als Umweltministerin einiges mehr. Und was können wir erwarten? Es liegt natürlich auch an der Konstellation von Ihrem Umweltministerium, dessen politischer Einfluss unter der Nachweisgrenze bleibt. Wir sagen, ein Umweltministerium, dessen politisches Gewicht leichter ist als eine Daunenfeder, was kann das wirklich bewirken? Also hier sind wirklich auch Mängel im System. Die Aufgabenverteilung innerhalb der Staatsregierung ist so gestrickt, dass die Gewinnmaximierung und die Rendite vorne stehen. Unsere grüne Botschaft ist hier klar. Die Wirtschaft muss den Menschen nützen und nicht die Menschen der Wirtschaft. Die Gesundheit der Menschen, der Schutz der Bürger, der Schutz der Natur steht für uns ganz vorne und muss für uns vorne stehen. Sie sind im Umweltministerium zwar für die Klimapolitik zuständig, aber für die ganzen Bereiche, wo die Klimagase emittiert werden, sind Sie nicht zuständig, Frau Ministerin Scharf, denn das ist Verkehr und Energie ist im Wirtschaftsministerium, der gesamte Baubereich im Innenministerium, die Landwirtschaft im Landwirtschaftsministerium. Und wenn wir kurz bei der Landwirtschaft sind, müsste es eigentlich in Herrn Brunner, der heute jetzt leider nicht anwesend ist. Vielleicht befindet er sich wirklich in einer Schockstarre, weil diese Zahlen, die genannt wurden, 4,5 Grad mehr in Bayern, heißt für unsere Landwirtschaft und Forstwirtschaft, das ist eine echte Katastrophe. Da können wir mit den derzeitigen Bewirtschaftungsmethoden einpacken, dann können wir vielleicht uns überlegen, machen wir aride Agroforstwirtschaftsmaßnahmen in Bayern. Also so ist, wird es auf jeden Fall, hat unsere Land- und Forstwirtschaft keine Zukunft. Das bayerische Umweltministerium hat zu diesen fatalen Entwicklungen in Bayern anscheinend keine Meinung und auch keine Kompetenz. Insofern sind Sie, Frau Scharf, auch leider etwas zu bemitleiden, denn das Problem sitzt woanders. Es sind die führenden Kräfte in der CSU, einschließlich des Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Seehofer, der keinen Finger für den Schutz des Erdklimas rührt und keinen Plan und kein Konzept hat, wie der Beitrag Bayerns zur globalen Verantwortung aussehen könnte. Ich nehme Sie dabei im Wort. Risiken erkennen und Risiken beheben. Herr Seehofer ist für uns das personifizierte Klimarisiko.
Ich frage Sie deshalb, wann wachen Sie auf? Wann wachen Sie auch als CSU-Fraktion auf? Wann wacht die Große Koalition in Berlin aus, entscheidet endlich über den Kohleausstieg? Die Überhitzung des Erdklimas macht an unseren Grenzen nicht Halt. Wir spüren es bereits am eigenen Leib. Das war das Hochwasser in Deggendorf in Passau im Jahr 2013. Momentan eine aktuelle Trockenheit in Franken, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Das heißeste Jahr 2015. Auch die Quellen der Pegnitz waren über Monate versiegt. Die Quelle der Eger ebenfalls. In meiner Region, westliches Mittelfranken, schaut es kein bisschen besser aus. Trinkwassermangel im Bayerischen Wald, Mütterfirma Schroth im Landkreis Freyung, Grafenau und Sonnen im Landkreis Passau wurden mit Tankfahrzeugen beliefert. Jetzt haben sie seit Sonntag wieder 100 Liter Niederschlag bekommen. Also vom Vertrocknen gehen sie sofort über ins Ersaufen. Das können Klimaauswirkungen sein, wie wir sie in Zukunft noch viel, viel mehr spüren müssen. Und da müssen wir gemeinsam dagegen ankämpfen. Was muss noch passieren, fragen wir uns, damit Sie endlich aufwachen? Muss Passau absaufen? Müssen die Weihnachtsbäume in Bayern wirklich vertrocknen? Muss die Asiamücke in der Staatskanzlei einfallen? Bei den Asiamücken könnten wir uns vielleicht noch denken, vielleicht bringen sie den einen oder den anderen Minister endlich in die Gänge. Aber trotzdem sind das Auswirkungen, die wir nicht haben wollen. Zur Konklusion nochmal. Die Klimapolitik erfordert ein grundsätzliches Umdenken und dazu ist die bayerische Staatsregierung nicht bereit. Bayerische Klimapolitik geht eben nicht, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien gestoppt wird und Braunkohlestrom importiert wird, wenn Flughäfen ausgebaut werden und noch mehr neue Straßen gebaut werden, wenn der Flächenverbrauch nicht begrenzt wird und an unseren Stadträndern weiter in Supermarktketten in die Höhe sprießen, die unsere Innenstädte veröden und Herr Minister Söder die Landesplanung als Monopoly versteht. Bayerische Klimapolitik geht nicht, wenn die Biolandwirtschaft nicht massiv gefördert wird und Monokulturen, industrialisierte Landwirtschaft und der Energiebedarf in der Landwirtschaft weiterhin kein Thema sind. Wenn Schneekanonen weiter gefördert werden, obwohl Ihr Klimareport nochmals bestätigt, Frau Schaaf, dass wir zukünftig die Schneeverhältnisse um rund 1000 Meter nach oben verschieben. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, die bayerischen Berge werden nicht so wachsen wie die leeren Versprechungen der CSU-Staatsregierung und ihrer Selbstbeweihräucherin. Deshalb stoppen Sie den Wahnsinn mit den Schneekanonen und schauen Sie endlich den Tatsachen in die Augen. Wir fordern Sie auf, Frau Schaaf, entwickeln Sie eine Gesamtstrategie, setzen Sie sich den Hut auf, erstellen Sie ein Klimaschutzgesetz, das klare Handlungsvorgaben macht und erstellen Sie ein integriertes Konzept, wo man wirklich auch sieht, wo liegen wir momentan, wie ist der Bestand, wo sind die Potenziale und wo sind die Maßnahmen. Das muss noch konkretisiert werden. Wir brauchen die Verursacherbilanz, das habe ich eben schon erwähnt. Jetzt gilt es, Maßnahmen zu ergreifen. Bayern muss hier ein verbindliches Ziel formulieren. Das haben wir nicht. Wir müssen Etappen festlegen und nicht Etappen in irgendwann Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern Etappen, die auch zeitnah liegen. Bis zum Ende der Legislaturperiode wäre zum Beispiel eine sinnvolle Etappe. Wir müssen Parameter festziehen und alle drei Jahre dann auch wieder kontrollieren, wo stehen wir. Das fehlt momentan komplett, ein Controlling, ein Monitoring. Also hier nochmal unsere Forderungen an Sie. An die Staatsregierung die Forderung, Umstrukturierung des Umweltministeriums. Es braucht einfach mehr Kompetenzen, wenn wir aktiven Klimaschutz leisten wollen. Die Umweltbildung müssen wir so ausbauen, dass wir auch wirklich die Menschen in Bayern erreichen. 800.000 ist eine Zahl, die ist ein guter Beginn, aber da müssen wir noch viel, viel mehr machen.
Frau Scharf, wir brauchen endlich ein Klimaschutzgesetz. Wir brauchen eine ehrliche CO2-Bilanz, ein Monitoring, das auch die Landwirtschaft mit einbezieht. Moorrenaturierung ist heute noch nicht gefallen. Ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und da wäre es auch schon mal sehr hilfreich, wenn das Ministerium ganz genau hinschaut, wo wird denn Grünland umgebrochen, wo wird hier weiterhin in Ackerland umgebrochen und es werden hohe Emissionen entstehen. Also Moorrenaturierung, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind der Auffassung, Paris muss ein Erfolg werden. Das ist bitter nötig, denn nur mit einem Erfolg haben wir die Hoffnung, dass wir der Klimaüberhitzung noch einigermaßen in den Griff bekommen können. Das Fenster schließt sich aber. Wir müssen heute schnell und entschlossen handeln. Bayern kann nicht die Welt retten, das ist uns allen klar. Aber wir können ein Vorbild sein für die Welt. Wir können zeigen, wie Wohlstand, Schutz des Klimas und Verantwortung für die gemeinsame Welt zusammengehen, nämlich mit politischem Willen und der Kreativität der Menschen. Wir können es schaffen, wir müssen es nur wollen.